Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich in meinem Bastelzimmer besucht. Ich bin schon ganz aufgeregt, denn die Karte, die ich euch eingangs gezeigt habe, die wird es heute werden. Und ich arbeite das erste Mal mit den neuen In-Color-Farben und das ist so, so schön. Die Farben korrespondieren wunderbar auch mit den In-Color 2021 bis 2023. Also lasst euch überraschen. Worum geht es im Allgemeinen? Und zwar geht es hier drum. Ihr werdet es mit Sicherheit schon irgendwo gesehen haben. Das sind unsere neuen wunderschönen In-Color-Farben. Die hauen richtig rein, sind aber trotzdem nicht so, dass sie bam mitten ins Gesicht, sondern haben auch noch so ruhige Farben dazwischen, was ich ganz besonders wunderbar finde. Und natürlich die passenden Stempelsets, ist ja klar. Wir arbeiten heute mit Papageiengrün, Orchideen, Lila, Nachtblau, Sommersorbet und die In-Color-Farbe Bonbon Rosa. Und wir legen dann direkt auch mal los, würde ich sagen. Ihr braucht zweimal Farbkarton in den Maßen 6,5 x 14,5 und den Stemperatus. Den habe ich mir insofern schon vorbereitet, dass ich mir die Klarsichtstempel aus dem bezaubernden Blauregen schon aufgesetzt habe. Und zwar habe ich mir angeschaut, wie ich das vorher haben möchte. Das zeige ich euch jetzt mal anhand dieser Auflage. So. Das soll das werden. Hier müssen gleich nochmal die Kerzen hin. Die lege ich dann praktisch in der zweiten Stempelphase hier nochmal auf. Aber das soll es werden. Und folgendermaßen habe ich mir dann einmal, das muss ich mal eben umdrehen, so, diesen Ast hier aufgestempelt und zwar in Papageiengrün. Dann habe ich mir den Blauregen in Orchideen, Lila und Nachtblau aufgestempelt und schon mal die Blütenstängel von den Lupinien, heißen sie glaube ich, ebenfalls in Papageiengrün. Und das machen wir jetzt auch mal zusammen. Und zwar fangen wir mit dem Ast mal an. Da lege ich mir jetzt hier einfach ein paar Acrylblöcke drauf. Und ihr seht schon, diese Arbeitsplatte muss ich demnächst mal wieder sauber machen. Falls ihr gerne wissen möchtet, wie ich meine Arbeitsmaterialien sauber mache, ich verlinke euch hier oben nochmal ein Video dazu. Wir nehmen uns das Papageiengrün und stempeln uns jetzt hier den Ast einmal ein. Und bei den Klarsichtstempeln müsst ihr mal aufpassen, da zieht sich das Ganze gerne auseinander. Und hier ist was nicht richtig abgestempelt, da können wir dann nochmal nachdrücken. So gefällt mir das ganz gut. Jetzt drehe ich mir das einmal um. Versetze mir den Magneten und stempel die Blütenstängel hier ebenfalls nochmal in Papageiengrün ein. Auch wunderbar. Dann können wir das erstmal wieder zumachen. Dann mache ich mir das hier eben mit unserem Reinigungsprofi kurz sauber. So, weil ihr seht schon, ich habe schon vorgearbeitet und da geht noch einiges an Farbe ab. Und bevor man sich die Klamotten auch noch schmutzig macht, das muss ja nicht sein, kann man da eben erstmal kurzfristig sauber machen. Und die Stempel hier auch einmal kurz drüber gehen, bevor ich es nachher komplett einmal säubere. So, das können wir uns dann auch schon wieder abnehmen. Jetzt kommen die Blüten dran, die habe ich hier oben aufgegeben. Jetzt legen wir das
Ganze hier nochmal um, die Magnete, so. Und zwar stempel ich die jetzt erstmal in Orchideenlila auf. Und denkt dran, dass ihr, wenn ihr die Klarsichtstempel benutzt, dass ihr die Schaumstoffunterlage vom Stamperatus mit reinlegt. Dann werden die Abdrücke einfach schöner. Und hier wieder mit dem Falzbein einmal ein bisschen festhalten. So, jetzt kommt noch ein bisschen Innenleben dazu. Jetzt mache ich das erstmal wieder dicht. Und zwar nehme ich jetzt das Nachtblau. Und stempel mir hier noch ein paar Akzente ein. So, das machen wir jetzt erstmal zu. Schnell noch mal den Stempel sauber machen. Und auch hier die Blüten einmal. So. Und dann seht ihr schon, wie das Ganze aussieht. Und wir müssen es zweimal machen, halt wegen der Technik. Jetzt nehmen wir uns den Blauregen hier einmal ab und machen daraus jetzt Lupilien. Ich glaube, ich lege mich jetzt sehr weit aus dem Fenster raus, weil blumentechnisch bin ich nicht so wirklich versiert. Aber irgendwie so ähnlich heißen sie wohl. Da unten ist noch Farbe. Das nehme ich mir noch eben weg. So. Und jetzt legen wir uns das ganz einfach andersrum. Legen uns das ab, nehmen uns jetzt den Stempel einmal auf. Auch hier vorsichtshalber, seht ihr, das Papier bleibt da nämlich ganz schön dran kleben. Das ist nicht so intensiv bei ganz normalen ablösbaren Stempeln. Da ist das alles ein bisschen einfacher wieder abzunehmen. Bei den Klarsichtstempeln müsst ihr halt einfach ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt Bonbon Rosa zum Einsatz. Und das stempeln wir jetzt hier auf. Jawohl. Und jetzt kommt das schöne Sorbetrot dazu. Nee, gar nicht wahr. So, Sommersorbet. Ich muss mich an die Farben noch gewöhnen, an die neuen. Ihr mögt es mir verzeihen. Jetzt kommt, wie gesagt, das Sommersorbet. Und das stempeln wir uns jetzt auch noch mal hier so auf. Können wir offen liegen lassen, weil wir jetzt natürlich auch noch das andere hier einmal kurz auflegen müssen. So. Ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, dass die Magnete nicht zu nah aneinander kommen, dann plätschen die manchmal so zusammen. Und dann kann das schon mal sein, dass die Magneten kaputt gehen. Ich habe deswegen so ein Panzertape da drum gemacht. Und seitdem funktioniert das eigentlich einwandfrei. Da kann das auch mal passieren, aber es muss ja nicht sein. So, jetzt hier wieder in Bonbonrosa einmal aufstempeln. Und dann mit Sommersorbet
hier nochmal Akzente setzen. Jawohl, das sieht doch gut aus. So, das haben wir das schon mal vorgesäubert. Im Nachfolgenden machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir werden uns jetzt das frohe Ostern ausstanzen. Das habe ich übrigens mit dem Stanz vom Buchstabenmix gemacht. Wer die noch nicht hat, die sind universal und vielseitig einsetzbar. Die verlassen aber das Sortiment zum 3.5. Also wer das noch haben möchte, der sollte dann möglichst in den nächsten Tagen bestellen, wenn noch überhaupt welche da sind. Also das ist wirklich so ein Grundstanzformset, was ich immer gerne wieder verwende. Da habe ich mir jetzt die Buchstaben für das frohe Ostern rausgesucht. Und die werde ich jetzt hier schön gleichmäßig drauf verteilen. Wenn ihr das verteilt habt, nehmt ihr euch Malerkrepp, dass ihr vorher mehrmals über eure Bekleidung oder über Kissen oder was auch immer gezogen habt und damit ein paar Fasern aufnimmt, dann klebt das nicht mehr ganz so doll und reißt dann auch nicht ein. Das gebe ich mir jetzt hier vorsichtig einmal drüber. Weil wie jetzt hier kann das ganz schnell passieren, dass sich die Buchstaben wieder ein bisschen verschieben. Aber das kriegt man ja ganz schnell wieder hin. So, dasselbe machen wir jetzt hier unten auch nochmal. Und das Ganze ziehen wir uns dann einmal durch die Stanz- und Prägemaschine. Dafür braucht ihr die Einser-Mattung und die Zweier-Mattung jeweils. So. Und wenn ihr bei der kleinen Stanz- und Prägemaschine hier und da schon mal Schwierigkeiten habt, dass das vernünftig eingezogen wird, dann legt euch die untere Platte, die 1, einfach drauf und die Zweier etwas versetzt nach hinten. Jetzt kommt das Ganze hier nochmal aufgelegt. Ich fixiere das dann auch nochmal so ein bisschen. Und die zweite Zweier, die lege ich dann ganz normal wieder so auf wie die Grundplatte, die 1. Dann schiebe ich mir das rein, bis hier der Griff anfängt sich zu bewegen und dann könnt ihr das hier durchkurbeln. Die Worte, die ihr hier ausgestanzt habt, so, da hatte sich einer verabschiedet, die braucht ihr jetzt nicht wegschmeißen, ne? Also behaltet die ruhig, weil die könnt ihr jetzt wiederum auf einer anderen Karte schön aufbringen. Hier gehen wir jetzt her und lösen jetzt ganz vorsichtig das Malerkrepp. Nicht, dass wir uns jetzt hier noch das Papier einreißen.
Und hier die Kreise von dem O, die würde ich auch jetzt nicht wegschmeißen. Die kann man immer noch mal schön als Blickpunkt jetzt verwenden. Ich mag das ja ganz gerne, wenn man seine Sachen mehrmals noch verwenden kann. Das ist jetzt bei der Karte natürlich optimal einsetzbar, jedes für sich. Und ihr seht schon, obwohl ich das mehrmals über die Sachen gezogen habe, es ist noch wirklich viel Klebstoff und ausreichender Klebstoff vorhanden, so dass es passieren kann, dass man es einreißt. Ne? Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein beim Abziehen. So, und jetzt nehmen wir die Kreise nochmal, weil die braucht ihr tatsächlich. Die könnt ihr nicht für ein anderes Projekt benutzen, weil das würde jetzt ein bisschen komisch aussehen. Klar habt ihr das jetzt hier trotz allem schön gleichmäßig übereinander, ne? Dadurch, dass ihr da den Stemperatus benutzt habt, aber irgendwie sieht es dann jetzt dann doch nicht so aus, als wäre es richtig. Deswegen solltet ihr schon die kleinen Ausschnitte hier da noch mal reinsetzen. Legt euch das dann so hin, dass das hier wieder schön reinpasst. Und dann passt das auch. Und da wir das ja gleich dreidimensional aufbringen, bringe ich jetzt erst einmal das Innenleben der O's hier auf. Dafür nehme ich den Aufhebhelfer mit der Spitze, mit der Aufhebspitze. Und dann kann ich das hier wieder aufeinander legen, damit ich weiß gleich, wo es hingehört. Und jetzt schaue ich, wo diese Blätter sind. Kann mir das auch damit noch ein bisschen drehen. Und dann kann ich das Ganze hier schön festkleben. Dasselbe mache ich mit dem anderen auch nochmal. Also falls ihr den Aufhebhelfer noch nicht habt, der macht so viel Freude und nimmt euch so viel Arbeit ab. Das ist wirklich ein Vergnügen, mit diesem zu arbeiten. So, das ist wirklich eine schöne Arbeitshilfe. Kann ich jedem wirklich nur empfehlen. So. Okay. Dann hätten wir das. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen witzig aus der Karte, die da drunter liegt. Aber ihr werdet gleich sehen, dass das ganz, ganz prima wird. So, wir legen diesen jetzt, wo wir die Kreise aufgeklebt haben, das nehmen wir jetzt als Unterlage und das kommt auf eine Mattung mit Farbkarton in Nachtblau. Also das neue, der neue Farbkarton in den neuen In-Color. Links und rechts ist das dann bündig. Und dann bringt euch das hier schön gleichmäßig auf. So. Und hier kommen jetzt die Schaumstoffklebestreifen zum Einsatz, die ich hier jetzt an den Seiten oder an den Kanten hier einmal schön aufbringe, kurz vor Toreschluss, also kurz vorm Ende des Farbkartons. Und wenn dann hier ein bisschen was überschneidet, das könnt ihr dann wegschneiden. Übersteht, das könnt ihr wegschneiden, nicht überschneidet. Oh weia, oh weia. So, dann machen wir das ringsrum. Die kleinen hier braucht ihr nicht wegschmeißen, die kann man immer noch mal gebrauchen. Genauso wie die Umrandung hier, ne? Die braucht ihr jetzt hinterher, wenn ihr das dann benutzt habt. Und das bleibt in der Regel ja dann
über, weil es der Rahmen ist. Nicht wegschmeißen. Das könnt ihr auch genauso wie bei den Dimensionals weiterverwenden. Weil was soll man das wegschmeißen, wenn man es doch gebrauchen kann. Jetzt zieht euch hier die Schutzfolie einmal ab. Und bringt euch das jetzt hier bündig an den Seiten an, sodass das hier schön gerade aufliegt. Lasst es einfach runterplumpsen. Dann habt ihr nämlich immer noch die Möglichkeit, das ein bisschen zu versetzen und das vielleicht noch mal abzunehmen. So, und das Ganze, das klebt ihr jetzt auf Farbkarton in Grundweiß. Der hat die Maße 21 x 14,5. Den legen wir uns jetzt auf der langen Seite einmal an und falzen bei 10,5. Und hier kommt jetzt das Ganze einmal in der Mitte aufgebracht auf die Karte. Schaut, dass ihr von oben und unten ungefähr gleichmäßig seid. Und mit dem Tombow habt ihr natürlich die Möglichkeit, jetzt ein bisschen zu schieben. Und ihr wisst, dass ich das super gerne mag. So. Jetzt kommt noch ein bisschen Bling-Bling dazu und da gibt es jetzt in dem neuen Katalog die runden Opal-Akzente in Color-Farben 2021, 23 und da nehme ich jetzt die Bonbon-Rosanen und ich finde, die passen super schön dazu. Und da werde ich jetzt hier einfach die da so zwischensetzen. Ja, ihr Lieben, ihr seht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aufwendiger gewesen, aber ich finde, die Arbeit hat sich gelohnt. Vor allen Dingen ist es so, dass ihr alleine durch Ändern des Farbkartons im Hintergrund schon ein ganz anderes Bild von der Karte habt. Ihr könnt da unheimlich gut variieren und die Karten abändern. Hier eine Schleife zum Beispiel mal als Ersatz und dann sieht die ganze Karte schon wieder anders aus. Wenn ihr noch Produkte braucht, wie zum Beispiel den Buchstabenmix oder natürlich vielleicht auch die neuen In-Color-Farben, die demnächst ins Haus stehen und die ganzen schönen neuen Produkte in dem neuen Katalog. Apropos Katalog, jeder Kunde, der bei mir vor Katalogstart 3 Monate vorher bestellt hat, der bekommt den neuen Katalog automatisch und versandkostenfrei nach Hause geschickt. Ist vielleicht auch nochmal ein nettes Dankeschön von mir an euch fürs Zuschauen und für eure Bestellungen. Und wenn ihr bestellen möchtet, verwendet doch einfach bitte den oben eingeblendeten Gastgeberinnencode. Der unterstützt diesen Kanal und hilft natürlich auch dabei, zukünftig neue kreative Projekte vorzustellen und ein wenig Wertschätzung für meine Arbeit dazulassen. Insofern sage ich jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag mit euch. Bleibt bis dahin gesund und munter und ich sage jetzt Tschüss, macht's gut, bis bald.
Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, denn jetzt zeige ich euch natürlich auch noch, wie ihr mit den verbliebenen Buchstaben hier eine neue Karte kreieren könnt. In dem Fall müsst ihr natürlich dreimal diese Sachen hier vorstempeln. Wie gesagt, der hatte die Maße von 6,5 x 14,5, und hier habe ich jetzt mal Farbkarton in Sommersorbet verwendet, und zwar mit den Maßen 7,5 x 14,5. Was ich hier noch gemacht habe, ist ich habe hier in 0,25 Schritten jeweils noch einfach mit dem Falzbrett eine Falz gezogen, und zwar auf der kurzen Seite anlegen und dann bei 0,25 einmal eine Falz ziehen und bei 0,5, und das hier auf beiden Seiten, und dann entsteht genau dieses hier. Und ich finde, das bringt jetzt noch mal einen ganz besonderen Pfiff, denn das macht das Ganze noch mal, lockert das Ganze noch ein bisschen auf. So, und was wir jetzt hier machen, ist, dass wir diese Buchstaben hier aufbringen, und zwar mit Dimensionals. Dafür nehme ich die kleinen und schneide die mir jetzt jeweils ein wenig zurecht. Und da fangen wir mal mit dem Rand hier an, der ja nicht mehr verwendet werden würde eigentlich, aber wie gesagt, nachhaltig und kostensparend verwahre ich die mir immer, und dann halbiere ich mir das jetzt hier nochmal in einer entsprechenden Größe, und selbst das ist schon teilweise zu breit, also halbiere ich das jetzt noch einmal ungefähr in der Mitte. So, und da bereite ich jetzt ein bisschen was vor. So, habt ihr jetzt die Buchstaben fertig mit Dimensionals unterlegt, dann könnt ihr hier jetzt auch schon das Ganze einmal auf den Farbkarton in Sommersorbet aufbringen. Jetzt mache ich hier aber tatsächlich flink und fest drauf. So, und setze mir das jetzt hier einmal mittig auf. Schau, dass das von oben und unten mittig zu den Stanzen oder den Falzen ist. So. So. Dann nehmt ihr euch die Grundkarte in 21 x 14,5 und könnt das jetzt hier wiederum mit Tombow aufbringen. Warum habe ich jetzt das eine mit flink und fest fertig gemacht oder beklebt und das andere jetzt hier mit Tombow? Ich finde, dieser weiße Farbkarton ist ein wenig dünner, und dann je nachdem, wie man das aufklebt. Man kann natürlich auch hergehen dann kommen hier solche, diese Streifen, die sind ja unterschiedlich dick vom Tombow. Dann gibt das schon mal so Wellen. Und das kann man bei weißem Farbkarton extrem gut sehen. Das kann man natürlich verhindern, indem man das hier so abstreift. Aber das vergesse ich meistens. Deswegen nehme ich dann in diesem Fall wirklich ganz gerne den Flink und Fest. So, und hier müsst ihr jetzt wieder darauf achten, dass ihr von oben nach unten ungefähr mittig seid auf der Karte.
Und wenn es wie hier jetzt ein bisschen drüber guckt, ist das gar nicht schlimm. Dann geht ihr einfach her und nehmt euch die grundweißen Farbkarton als Führung und schneidet euch das ganz einfach mit der Schere einmal ab. Das ist meistens, wenn das so ein kleines Müh ist, das ist aber nicht schlimm, wie gesagt, das könnt ihr auch einfach hier so abschneiden. In dem Fall nehme ich jetzt mal den Basic Perlenschmuck und werde da jetzt die Perlen hier einfach mal so aufbringen. Dann seht ihr, dass mit Änderungen kleinster Details die Karte schon komplett anders aussieht. Und das liebe ich natürlich unheimlich, dass man ganz, ganz wenig nur App ändern muss und direkt ein ganz neues Projekt hat. Das macht den Reiz des Kartenbastelns für mich zumindest extrem aus. Und ihr könnt sehen, so unterschiedlich können Karten aufgebaut sein. Einfach nur Farbwechseln oder die Buchstaben einfach vertauschen. Und somit habt ihr mit einer Ausstanzung direkt zwei wunderschöne Karten gemacht. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Und jetzt entlasse ich euch in euren restlichen Sonntag. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss!